Am Sonntag geht's endlich wieder los. Die neue Saison startet für uns auswärts beim SSV Ulm, dem frischen Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest. Damit geht's los in die Saison 2023/24. Und jetzt so nach der Vorbereitungszeit kurz vor Saisonstart habe ich gedacht, ist es eine gute Gelegenheit, mal so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Und zwar mit einem, der es nicht besser wissen könnte, nämlich unser Trainer und Manager Rüdiger Ziel. Der hat sich die Zeit genommen. Wir haben zurückgeblickt auf die letzten Wochen in der Vorbereitung, haben ein bisschen über die neuen Spieler gesprochen, aber natürlich auch über Namen, die ihr genannt habt, die immer mal wieder rumgeistern. Egal ob Quattro, Leo Sahin, Lagujin, also der französische Innenverteidiger, über den seit Wochen gesprochen wird. Über die haben wir ausführlich gesprochen, auch über Tobias Jennecke. Auch das war ein großes Thema bei den Fragen, die ihr eingeschickt habt. Alle anderen Fragen habe ich natürlich auch gestellt. Deswegen geht's jetzt direkt los. Euch ganz viel Spaß mit Tauzi ruft an und mit Rüdiger Ziel. Servus Rüdiger. Hallo. 4 Tage noch, dann geht's endlich los. Kribbelt schon oder bist du noch tiefenentspannt? Ich glaube, kribbelt immer so ein bisschen. Wird jetzt mit weniger Tage, von daher ist schon so die Vorbereitung auf das Spiel jetzt, dass wir da anfangen. Und da ist schon die Spannung ein bisschen größer geworden, definitiv. Sonntag geht's los in Ulm. Gestern ist ein bisschen Nervosität ausgebrochen bei den Fans, weil Patrick Schmidt nicht mittrainiert hat. Kannst du da schon Entwarnung geben? Ja, im Krafttraining hat er eine kleine Rückenblockade. Das sollte aber funktionieren bis Sonntag. Sehr gut. Wir wollen ja heute so ein bisschen zurückblicken auf die letzten Wochen, auf die Vorbereitung. Auf dem Papier sieht das erstmal ganz gut aus. Fast alle Vorbereitungsspiele gewonnen, bis auf das Gladbach-Spiel. Aber das war ja auch ziemlich überzeugend. Dafür aber auf der anderen Seite viele Spieler, die gar nicht mehr trainiert haben oder teilweise nur eingeschränkt. Dann am Ende noch die schlimme Verletzung von Sebastian Jakob. Wie fällt denn dein Fazit aus von dieser Vorbereitung? Am Ende ganz ordentlich, aber ich glaube, wenn wir am Sonntag das Spiel gewinnen, dann war die Vorbereitung super. Wenn wir das Spiel verlieren, dann war die Vorbereitung schlecht. Deswegen ist das alles nur ja, Beiwerk und vorbereitend auf Ulm. Ich glaube, wir können schon positive Sachen rausziehen, aber letztlich ist dann, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wie wir am Sonntag auftreten. Und klar ist, überschattet so ein bisschen schwere Verletzung von Sebi Jakob die Vorbereitung und immer wieder so kleinere Verletzungen, wo einzelne Spieler so 1, 2 Wochen, 3 Wochen mal ausgefallen sind, wo wir jetzt nicht komplett mit dem ganzen Kader durchgängig trainieren konnten. Aber bin trotzdem zuversichtlich einfach, dass wir haben viele Sachen umsetzen können, Spiele waren positiv und müssen wir einfach am Sonntag dann bestätigen. Ich habe dir eben schon gesagt, ich habe Fragen gesammelt und sind viele gekommen und viele, viele Fragen kamen zum Thema Neuverpflichtung. Der Ausfall von Sebastian Jakob, ändert der jetzt nochmal euren ursprünglichen Plan? Also sprich, muss da jetzt noch ein zusätzlicher Stürmer her? Ich glaube, wir sind im Moment ganz gut aufgestellt mit Paddy Schmidt, mit Kai Brünker, Kasim Rabic, Julius Biada ist auch die Woche jetzt wieder komplett im Training. Julian Günther Schmidt, der da im Offensivbereich spielen kann. Und trotzdem sind wir auf der Suche vielleicht nach einem schnellen, jungen Stürmer. Aber muss man einfach sehen, was da auf dem Markt ist. Aber trotzdem, glaube die genannten Spieler, die zur Verfügung stehen im Moment, haben eine gute Qualität, dass wir da auch die nächsten Spiele dann bestreiten können. Also einen jungen Stürmer haben wir ja in den eigenen Reihen, nämlich Leo Sahin. Der hat in der Vorbereitung ja ganz ordentlich performt. Was ist mit dem eigentlich? Nö, das ist aufgrund der Situation geschuldet, dass wir Kader relativ klein haben, dass wir U19-Spieler mit dazugenommen haben. Und ist mit Sicherheit auch ein Spieler, der es jetzt in der Vorbereitung ordentlich gemacht hat. Trotzdem halt ordentlich gemacht hat, jetzt direkt eine Alternative zu sein, ist deutlich zu früh. Da sind einfach ein paar Themen, die er deutlich verbessern muss, aber er ist mit dabei und möglicherweise auch am Sonntag im Kader mit dabei. Kleinerer Kader, hast du schon gesagt, das hast du auch vor der Saison angekündigt, dass der kleiner werden soll, damit die Spieler, die da sind, nicht so frustriert sind, weil sie öfter auf der Bank sitzen oder warum ein paar weniger Spieler als in der letzten Saison? Na, ich glaube, letztes Jahr war schon dem geschuldet, dass schon ein paar verletzungsanfällige Spieler dabei sind. Die sind immer noch da, hatten aber letztes Jahr, glaube ich, eine stabile Runde gespielt und bin da einfach zuversichtlich, dass wir jetzt mit dem, was wir haben, auch starten können und haben dann einfach nochmal
die Option, vielleicht ein, zwei dazu zu holen. Dritter Torwart fehlt auch noch, dass wir da dann reagieren können, wenn Spieler ausfallen. Und insgesamt ist, glaube ich, schon auch ein Thema so, die Qualität ist da. Und wenn man zu viel Qualität im Kader hat, gibt es auch unzufriedene Spieler, weil die einfach da nicht spielen. Jetzt hast du gerade gesagt, ein dritter Torwart wird noch gesucht, es wird noch jemand für einen Sturm gesucht. Was sind sonst noch Baustellen, die noch besetzt werden müssen? Baustellen ist vielleicht übertrieben. Ich glaube, Optionen, die wir einfach prüfen, vielleicht für einen variablen Innenverteidiger, der noch andere Positionen spielen kann. Aber letztlich muss man einfach sehen, was noch möglich ist. Wir sind da im Austausch mit dem einen oder anderen Spieler auch und gucken, was die nächsten Wochen auch passiert. Einer wäre ja vielleicht Leroy Quadvo gewesen. Der hat ein paar Tage mittrainiert, hat auch gegen Gladbach gespielt, hat mittlerweile bei 1860 unterschrieben, weil wir ihn nicht wollten oder weil 1860 mehr Geld auf den Tisch gelegt hat. Danke für die Frage. Ich glaube, der Ablauf war jetzt nicht so optimal. Wir wollten den Spieler haben, aber am Ende, gab es halt einen Verein, der ihn noch mehr wollte vielleicht oder auch vielleicht mehr bezahlen konnte. Ah ja, okay. Dann muss ich dich noch auf einen anderen Namen ansprechen, der mittlerweile seit Wochen irgendwie durch die Luft geistert. Ich hoffe, ich spreche ihn überhaupt richtig aus. François Lajoie, ein französischer Innenverteidiger, der wirklich schon seit bestimmt 5 oder 6 Wochen immer wieder genannt wird. Was kannst du zu dem Mann sagen? Er hat meines Wissens Vertrag bei Annecy. Ja, und da. Wir haben uns mit dem Spieler beschäftigt, aber da sind wir auch in der abwartenden Rolle und so wie es jetzt scheint, hat er Vertrag, da Annecy in der zweiten Liga wohl bleibt. Und daher ist es dann auch nicht möglich, den Spieler zu verbieten. Okay, ist es denn jetzt definitiv dieses, das war ja, ist ja auch ein wochenlanges Hin und Her, ob die jetzt da in der Liga bleiben oder nicht? Also meine Französischkenntnisse sind jetzt nicht so ausgeprägt, dass ich das alles mir so aneignen könnte, was da im Internet steht. Ich glaube, sehr, sehr komplizierter Fall. Ja. Ich glaube, seit gestern oder seit heute trifft jetzt dann die finale Entscheidung dann auch bekannt gegeben. Dann lass uns mal ein bisschen über die Spieler sprechen, die jetzt neu dazugekommen sind. Der Name Tim Tchewer, der hat irgendwie gefühlt ganz schön eingeschlagen und gilt so ein bisschen als der große Gewinner der Vorbereitung. Er ist 21 Jahre alt, kam vom FC Augsburg, hat letzte Saison in Ingolstadt gespielt. Das scheint eine ganz gute Neuverpflichtung zu sein. In der Vorbereitung hat er es gut gemacht. Nochmal auch Thema Vorbereitung, Punktspielstart. Am Ende zählen dann die Spiele, dann, wo es um Punkte geht. Trotzdem kann man, glaube ich, sagen, er hat das wirklich gut umgesetzt. Ich glaube, keiner hatte den jetzt wirklich auf dem Schirm im Umfeld. Und von daher ist dann vielleicht die Überraschung dann auch größer, wenn dann ein Spieler, den man gar nicht auf dem Schirm hatte, dann auch diese Leistung dann abruft, wie es bisher einfach der Fall war. Gut bekannt sind schon die beiden Stürmer, die neu gekommen sind, Patrick Schmidt und Kai Brünker. Gerade Patrick Schmidt hatte ja hier schon große Zeiten zusammen mit Kevin Behrens damals. Da wurden sie irgendwie Schmährens genannt. Wie groß sind denn die Chancen, dass wir dieses Mal auch ein Schmünker-Duo vorne haben? Ja, die haben sie in der Vorbereitung jetzt gut gemacht zusammen. Von daher ist das absolut eine Option, dass die jetzt auch in Ulm zusammen starten. Trotzdem Kasim Rabic, der, glaube ich, die letzten Wochen in der letzten Saison einfach herausragend gespielt hat, ist auch wieder fit. Also von daher gibt es da ja Luxusproblem eher, wer dann zusammen vorne spielt und am Ende eine schöne Konstellation, dass wir unterschiedliche Spieler haben, die unterschiedliche Qualitäten dann einbringen können und glaube jeder für sich einfach Spiele entscheiden kann auch. Genauso wie Patrick Sontheimer, der ist so als Ersatz von Dave Gnase gekommen, der hat eine große Lücke hinterlassen, aber die kann Patrick locker schließen, habe ich das Gefühl. Ja, am Ende hat man darum gekämpft, dass Dave hier bleibt. Das Angebot zweite Liga war dann doch verlockender, einfach diese Option zweite Liga zu spielen. Und ich glaube, wir haben da einfach einen richtig guten Ersatz gefunden, der die Lücke wirklich auch ausfüllen kann. Was das Spielerische anbelangt, was das Kämpferische, Läuferische anbelangt. Und bin da einfach, ja, wirklich guter Dinge, dass wir da auch einen guten Ersatz, vielleicht sogar eine Aufwertung da bekommen haben für die Position.
Was tatsächlich auffällt, ist, dass die Leute, die verpflichtet wurden, offenbar, das sagt man natürlich immer, aber offenbar sehr, sehr gute Typen sind. Also die charakterlich offenbar sehr gut in die Mannschaft passen und was ich so bisher gehört habe, funktioniert das ja auch ganz gut. Habt ihr da besonderen Wert drauf gelegt bei der Auswahl der Spieler? Ich glaube, da legt jeder Wert drauf, dass das irgendwo harmoniert, dass das funktioniert, weil am Ende ist Fußball halt ein Mannschaftssport und die Gruppe insgesamt einfach gut sein muss, dass du erfolgreich sein kannst. Ich glaube, wir haben großen Wert drauf gelegt, auch am Ende ist es manchmal auch ein bisschen Glück, aber trotzdem auch viele Informationen eingeholt, Gespräche geführt. Und trotzdem kann man auch aus ein, zwei Gesprächen Rückschlüsse ziehen, wie das wirklich in der Gruppe funktioniert. Aber ich glaube, da haben wir jetzt die Treffer einfach oder die Verpflichtung, die wir getätigt haben, sind wir, glaube ich, da auf einem guten Weg. Da passt die Frage von Chillkröte ganz gut dazu. Der oder die hat nämlich gefragt, wie machst du dir denn ein Bild von möglichen neuen Spielern? Die sind ja nicht alle im Probetraining. Nein, also klar ist, über Spieler, die in der dritten Liga einfach sind, die kennt man. Da weiß man einfach Stärken, Schwächen, das einzuschätzen kann. Passt das zu der Art und Weise, wie man selbst spielen möchte? Informiert sich dann natürlich, wie funktionieren die in der Gruppe? Man kennt dann schon den einen oder anderen, die vielleicht mal mit ihnen zusammengespielt haben. Man kennt Trainer, unter denen sie gespielt haben, wo man sich Informationen einholt und dann klar über persönliche Gespräche dann zu sehen, wie reagiert er, wie sieht er sich, wie kann das auch zusammen funktionieren. Ich glaube, da ist einfach dann auch ja so ein bisschen eine Gefühlssache in dem persönlichen Gespräch. Harmoniert das von Anfang an oder eben nicht? Eine ganz wichtige Entscheidung mit Auswirkungen auf die nächsten Wochen oder Monate steht ja diese Woche noch an, nämlich welcher Tim steht am Sonntag im Tor? Wann und wie willst du denn die Entscheidung dann verkünden? Weißt du das schon? Nein, ich werde das beiden am Freitag wahrscheinlich im Training auch mitteilen. Also immer im Austausch mit Hemmer auch diskutieren im Trainerteam, um am Ende auch da in der Situation, wo es beide gut gemacht haben, auch Tim Padauk, der jetzt nach dem Weggang von Batze seine Chance gewittert hat, wirklich sehr, sehr gut trainiert gespielt hat, und es dann im Grunde einfach auch da eine schwierige Entscheidung dann ist, die wir Richtung Sonntag dann aber halt treffen werden. Läuft es dann so, dass Hemmer dir einen Vorschlag gibt und du entscheidest dann, ob du den Vorschlag von ihm mitträgst oder wie läuft das? Ja, am Ende ist er der Torwarttrainer, der dann die Torhüter dann nochmal mehr im Fokus hat, mehr betreut, auch im Einzeltraining. Da wird er eine Empfehlung abgeben, aber trotzdem dann, dass wir da gemeinsam einfach auch diskutieren, was dann die beste Lösung ist. Also es ist jetzt nicht so, Hämmer schlägt was vor und ich sage dann ja oder nein, sondern Ja. da geht es dann schon darum, Argumente auszutauschen, und das auch zu begründen. Es kamen ganz viele Fragen auch zu einem Spieler, der nicht mehr bei uns ist, nämlich zu Tobias Jennecke. Der hat kein Vertragsangebot bekommen für die neue Saison und viele Fans fragen, was waren denn die Gründe dafür? Kein Vertragsangebot. Ja, Thema war, oder ich hatte persönlich mit ihm gesprochen, nachdem er seine Halsoperation da hatte, als die Zyste entfernt wurde. Habe meine Einschätzung abgegeben und zitiere da jetzt mal Dieter Ferner, Tobi Jennecke, so Mr. 80% habe ich irgendwo gelesen. Er guckt, dass es halt klappt, aber halt vielleicht so mit dem bisschen weniger Aufwand, hat oft gereicht. Und ich habe halt gesagt, ich will 100% haben und was ich mir vorstellen kann, wäre ein leistungsbezogener Vertrag, dass er halt 100% immer Gas gibt und macht und tut, weil ich möchte einfach, ja, dass wir alle 100% geben und auch erfolgreich sein können, weil ich einfach überzeugt bin, mit 100% wird man besser, auch mit 34. Und seine Aussage war, ist nicht sein Ding, er braucht eine Sicherheit. Deswegen so die Aussage, es gab keine Gespräche, es gab kein offizielles Angebot, das stimmt, aber wir hatten das zweimal so thematisiert. Und am Ende war seine Aussage entsprechend, das ist nicht sein Ding und er braucht eine Sicherheit. Und dann war das dann für mich auch so,
Gut, Sicherheit ist klar, braucht man. Trotzdem wäre es jetzt auch so für mich Thema gewesen, hätte man das auch lösen können über einen leistungsbezogenen Vertrag. Und das war einfach bei ihm ausgeschlossen. Wenn wir jetzt bei der letzten Saison sind, wir wollen jetzt da jetzt keinen großen Rückblick machen, aber dieses dramatische Finale da am Ende, am letzten Spieltag, das hat ja doch irgendwie jeden Fan, jeden Spieler, jeden Verantwortlichen, jeden Funktionär irgendwie ins Mark getroffen. Wie lange hast du gebraucht, um das einigermaßen zu verarbeiten, wie das dann ganz am Ende gelaufen ist? Ich glaube, dieser Schockmoment, so war es wirklich für alle im Stadion, der dann schon so 2 Tage angedauert. Am Ende ging es dann darum, auch für mich zu gucken, okay, wie geht's jetzt weiter? Gespräche dann, Verträge, ja, nein, mit den Spielern zu sprechen, zu sehen, was ist dann Neuverpflichtungen, was man schon angefangen hat, die Gespräche zu führen, das fortzusetzen. Deswegen war es, glaube ich, so 2 Tage wirklich eine Schockstarre, wo man einfach nichts gemacht hat. Aber dann ging es einfach schnell wieder darum, zu sehen, wir haben noch ein Spiel. Plus, ja, jetzt kann entsprechend die Planung auch für die neue Saison, wo man Gewissheit war, wir spielen halt dritte Liga, eine gute Liga, aber ja, hätten wir gerne verlassen. Aber dass man da diese Planung einfach weiter vorantreibt. Und deswegen waren 2 Tage Schock. Und dann Ablenkung durch, ja, Arbeit. Die Frage, die sich tatsächlich ja ganz viele gestellt haben, ist so ein bisschen, wenn das jetzt geklappt hätte mit dem Aufstieg, wäre der Verein dazu überhaupt in der Lage gewesen? Also über die Infrastruktur haben wir ja schon oft genug gesprochen im Umfeld vom 1. FC Saarbrücken, aber es ist ja auch personell gerade sehr viel passiert. Also das Präsidium, das ist jetzt neu in Bewegung durch Salvo Pitino, auf der Geschäftsstelle ist jetzt einiges neu, David Fischer ist weg, Christian Seifert ist der neue Geschäftsführer, es gibt neue Mitarbeiter, die sich zum Teil erstmal einarbeiten müssen. Wenn da jetzt noch so ein Aufstieg in die zweite Liga dazu gekommen wäre, wäre das schon sehr ambitioniert gewesen, oder? Bin ich komplett anderer Meinung. Also Aufstieg kommt nie zu früh. Man wächst mit seinen Aufgaben und ich glaube, die Umstellung wäre jetzt nicht so riesig gewesen, weil wir befinden uns mit der dritten Liga in der Profiliga. Die Veränderungen Richtung zweite Liga sind da jetzt nicht so riesig für uns. Unser Stadion ist oft voll. Also voller als voll geht halt nicht. Die Auswärtsfahrten sind, ja, es geht einfach in andere Städte. Aber vom Aufwand an sich wäre das jetzt nicht eine riesengroße Veränderung gewesen. Mit Sicherheit ein bisschen mehr Aufwand, aber das hätten, glaube ich, alle gerne in Kauf genommen, die mehr. Das ist doch schon mal gut zu wissen, wenn das tatsächlich eintreten sollte, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen. Ein paar Fanfragen würde ich gerne noch loswerden. Christian Bost fragt, was macht dir denn mehr Spaß, Trainer oder Manager? Und kann diese Doppelfunktion dauerhaft funktionieren? Ich meine, in England ist es Standard, aber wie geht's dir damit? Ja, ist schon ein großer Aufwand. Deswegen glaube ich, die Absprache mit Jürgen Lugina zusammen funktioniert fast gut. Total hilfreich, gerade in der Phase jetzt, wo es darum geht, Verträge zu verlängern, Neuverpflichtungen zu tätigen, ist das ja alleine, sage ich, nicht umsetzbar, nicht machbar. Trotzdem einfach schon als Dauerlösung mit Unterstützung auch möglich. Am Ende macht mir beides Spaß. Ich glaube, die Arbeit mit der Mannschaft auf dem Platz macht einfach Spaß. Wenn man selbst gespielt hat, Sportler ist, nah dran zu sein, ist einfach nochmal aktiver für einen selbst. Aber trotzdem auch so hinter den Kulissen das zu machen, voranzutreiben, fühle ich mich wohl und kann ich mir auch als einzelne Position auch vorstellen. Da passt die Frage von Christian Theobald ganz gut dazu. Der würde gerne wissen, was war denn bisher deine größte Herausforderung beim FCS? Alles. Ich glaube, es sind jetzt 10 Monate und ich habe sehr, sehr viel in diesen 10 Monaten erlebt. Das könnte man jetzt nicht nur ein Buch schreiben, 2 Bücher, verschiedene Kapitel, Unterkapitel. Ich glaube, es ist ein Traditionsverein, auch bisweilen hektisch. Von daher gibt es viele Themen, die man da bearbeiten muss und ja, viele Herausforderungen. Und um das Positive herauszuarbeiten, Out of Context FCS hat gefragt, was macht für dich denn den FCS besonders und gut? Ich glaube, es wird nicht langweilig. Und am Das Ende, stimmt. wie man jetzt
Ich glaube, herausragend einfach diese Fanunterstützung, was jeder mitfiebert, hat man extrem gesehen. Ich glaube, Heimspiele, aber nochmal mehr die Auswärtsspiele, die wir dann hatten mit echt krasser Fanunterstützung. Das war ja für jeden, der mit dabei war, auswärts, glaube ich, echt tolle Erlebnisse. Ich glaube, angefangen in Dresden, noch im letzten Jahr, aber dann auch die Spiele in Köln, wo, glaube ich, durch Schneechaos viele ganz, ganz spät erst gekommen sind, in Wiesbaden ein Heimspiel gehabt. Also wirklich viele, viele Spiele, wo man gemerkt hat, wie viele Leute einfach dafür brennen, Emotionen zeigen, und das macht einfach Spaß. Lupa FCS fragt, hast du feste Abläufe oder Rituale an einem Spieltag? Ich glaube, es ist einfach gegeben, dass man so einen gewissen Rhythmus hat, gewissen Ablauf hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo abergläubisch bin und jetzt gewisse Themen nacheinander abarbeite, um ein gutes Gefühl fürs Spiel zu haben. Und ich glaube, feste Abläufe sind klar in der Struktur mit der Mannschaft am Spieltag selbst. Aber jetzt nicht irgendwelche verrückten Sachen, die ich unbedingt machen muss, um dann, dass wir ein Spiel auch gewinnen können. Kein Talisman oder kein Aberglaube von wegen, wenn man gewonnen hat, zieht man die gleiche Hose nochmal an oder irgendwie sowas. Nein, Okay. nein. Katrin fragt, warum du nach den Spielen nie mit der Mannschaft zu den Fans gehst. Also sie machen ja am Ende immer nochmal die Ja. Stadionrunde. Ja. Du meinst, das habe ich am Anfang nicht gemacht, als wir gewonnen haben. Habe ich nicht gemacht, als wir verloren haben. Dann lasse ich die Mannschaft mit den Fans feiern. Die haben an dem Tag, glaube ich, sich verausgabt, können sich feiern lassen. Können sich auch bei einer Niederlage mal ein paar Worte anhören. Und da bin ich dann für mich irgendwo dann strikt zu sagen, ich lasse mich jetzt nicht abfeiern, aber ich lasse mich dann auch nicht ja, bestimmen. Da bin ich dann am Spieltag, ist die Mannschaft dann, glaube ich, im Vordergrund. Eine sehr schwierige Frage hat Harald gestellt. Der fragt nämlich, wie ist es als Blau-Schwarzer in Homburg zu wohnen? Meine Frau ist aus Homburg, ich bin aus Zweibrücken, von daher war Ja. das naheliegend, in Homburg, auch dahin zu ziehen. Wir fühlen uns sehr wohl. Die Kürze, auch kurze Anfahrt nach Saarbrücken, ist sehr viel wert. Wenn man, glaube ich, lange, lange weg aus der Heimat war, weiß man das dann zu schätzen, wenn man wieder in der Heimat ist, kurze Wege auch dann hier nach Saarbrücken hat. Und ihr könnt euch da auch frei bewegen, auch als FCS-Trainer. Ja, ich glaube, ich kann mich da auch freier bewegen, als das in Saarbrücken der Fall wäre. Wahrscheinlich, ja, stimmt. Der Guillaume schaut schon auf den nächsten Sonntag. Da spielen wir beim Aufsteiger Ulm. Und er schreibt, es ist ja eigentlich immer sehr undankbar, ausgerechnet bei einem Aufsteiger zu starten, der noch voller Euphorie ist. Die Euphorie müssen wir denen halt nehmen. Am Ende kann man sich nicht aussuchen. Ich finde jetzt, Auswärtsspiel in Dresden wäre jetzt auch nicht so ganz schön. Von daher, nehmen wir einfach das so an. Wir wollen da hinfahren, wollen gucken, dass gar nicht diese Euphorie entstehen kann, dass wir einfach einen guten Start in das Spiel rein haben und dass wir da was mitnehmen können. Muss einfach der Ansatz sein, dass wir da auch gewinnen wollen. Die Euphorie mit ins Saarland nehmen. Gestern habt ihr ja auch, glaube ich, schon fast mit der vollen Kapelle trainiert, aber wenn ich es nochmal so gucke, in den letzten Wochen, Neudecker, Biada, Rabihic, Tölke, Uafero, Becker, das sind so ein paar Namen, die jetzt nicht voll mittrainieren konnten immer. Für wen ist der Sonntag eventuell noch zu früh? Bjarne Tölke wird das nicht schaffen. Er wird noch ja, ein, zwei Wochen mindestens brauchen nach einem Muskelfaserriss. Ansonsten sind alle anderen mit an Bord und werden dann auch im Kader dabei sein. Sollte nichts noch in der Woche jetzt passieren. Ja, das klingt doch schon mal richtig gut. Dann freuen wir uns drauf, dass es bald endlich losgeht. Und dir viel Erfolg und vielen Dank für heute. Sehr gerne. Ciao. So, alles Wichtige geklärt, dann kann's losgehen. Sonntag, 14 Uhr beim Aufsteiger SSV Ulm. Da sehen wir uns im Stadion. Ansonsten, erstes Heimspiel ist am 11. August, 18 Uhr, erste Runde im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC. Auch da gibt es noch Tickets. Am besten jetzt so schnell wie möglich eindecken. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diese Folge kommentiert und mir sagt,
womit ihr zufrieden wart oder was euch nicht so gut gefallen hat. Oder wenn ihr diesen Kanal abonniert, damit ihr direkt immer eine Info bekommt, wenn es eine neue Folge gibt. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns im Stadion.